auch noch das Licht nehme ich euch. Meine Damen und Herren, wir gehen in das Spiel Silver Chains rein. Dieses Spiel ist ein absolutes Tatsache-Billo-Spiel, das ich für 9,99 € auf Steam geschossen habe, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Aber, Anja, wunderschönen guten Morgen. Ich habe tatsächlich selten in einem Spiel so oft geschrien und fast geweint wie in diesem. Und ich möchte sagen, dieses Spiel hätte wahrscheinlich kein Schwein jemals gesehen, wenn ich es nicht gespielt hätte. Fabsi, vielen lieben Dank. Dankeschön für deinen Zusammenhalt im Monat. Ich danke dir. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren, Chat. Irgendwo sind wir wohl gewesen. Kann man so sagen. Ich habe vorgestern was für 809. Ist ja ungefähr derselbe Preis. Ich für 9,99 €. Du für 800. Schnäppchen. Ja, nee. Da habe ich 900 gesagt. Nein, für 9,99 €. Habe ich gerade onstream gesagt, ich habe ein absolutes Billo-Spiel gekauft für 999 €? Chipsy, wunderschönen guten Morgen. Ich habe 9,99 € gesagt, oder? Chat, ihr wisst nicht. Ich habe ein totales Billo-Spiel für 999 €. Goldalle, vielen lieben Dank für den Bit. So, also, unser Auftrag ist, wir müssen irgendwelche Amulette in diesem abgefuckten Haus finden. Kmaik, vielen lieben Dank für deine 100 Bits. Ich danke dir. Ja, guten Morgen. Ich sage immer guten Morgen, Chipsy. Und hier müssen wir random Kerzen anzünden, die schon angezündet sind. Halber DIY-Hack. Chemiepanda, dankeschön. Was macht ihr denn da? Was ist denn? Solltet. Wunderschönen guten Morgen. Also, ich kann nochmal nachlesen. Anja, dankeschön auch für deine 100 Bits. Was ist denn los? Warum macht ihr das denn? Ist was passiert? Hat gerade eine Titte rausgeguckt. Bei mir. Weil anders kann ich mir diesen Bitregen jetzt nicht erklären. Dinkelberg, danke. Ach, der Hype-Train. Achso, ich habe den Hype-Train nicht gesehen. Ich dachte schon. Ja? Hat gerade Titte rausgeguckt, oder? Hilft immer. Hilft immer. So. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Puppe laufen kann. Sie hat mir auf den Kopf geschlagen und ich habe dabei das Bewusstsein verloren. Dann bin ich hier aufgewacht. Ist das ein Dachboden? Was hat es mit den rituellen Zeichnungen auf sich? Hoffentlich wurden hier keine Rituale durchgeführt, während ich ohnmächtig war. Okay. Ich muss jetzt Dinge finden. Ich muss jetzt Dinge finden, die hier noch draufgelegt werden können. Singt da jemand? Ist das im Spiel? Dankeschön. Vielen lieben Dank für die ganzen Bits. Ich danke euch. Ist das schon mal passiert? Dann schaue ich jetzt öfters. Mir fällt permanent eine Titte raus. Das ist fast schon ein Meme hier. Ja, wenn viele Leute kennen mich nur, ist doch die, der immer eine Titte rausfluppt, ne? Ja, das bin ich. Herzlich willkommen bei mir. Hat da gerade jemand gesungen? Habe ich mir das eingebildet oder war das im Spiel? Titten für Hype Train. Wurstfach für Einschaltquote. Du, ich weiß halt einfach, wie das Twitch-Game läuft. Das ist doch die mit der Titte, oder? Scheike, dankeschön. Ist für euch, ich mache für euch mal lauter, damit ihr auch einen Herzinfarkt bekommt und nicht nur ich alleine. Hier gibt's Titte oder Moonwalk, ja. Die Dittendoni, so nämlich. Ja, nein, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Da habe ich gerade gar keinen Bock drauf auf die Scheiße. Ich meine, da steht ein Kind rum mit einem dunklen Eyeliner und die singt irgendwelche gruseligen Lieder. Da habe ich jetzt tatsächlich keine Lust drauf, ne? Wir gucken uns erstmal hier um. Vielleicht finden wir irgendwas Interessantes. Carotina, vielen lieben Dank. Dankeschön auch für deine. Was war nochmal Monoko? Monokel. R. Okay, scheint es nichts zu geben. Ich kann euch nur sagen, wartet ab. Und solltet ihr zum allerersten Mal Horror-Game-Content bei mir konsumieren, macht um Gottes Willen leiser. Ich singe auch gern für dich, kein Problem. Ja, bitte. Freue ich mich immer drüber. Dreht um Himmels Willen leiser. Ich bin eine sehr laute Person und wenn ich Angst habe, noch lauter. Okay, ich glaube, ich muss zu dem Kind. Würde ich dir auch anraten, Dinkelberg. Ich befürchte, wir müssen zu dem singenden Mädchen mit dem dunklen Eyeliner. Vielleicht muss ich erst um die Kurve gehen, bevor ich zu dem singenden Kind mit dem Eyeliner gehe. Erstmal brauche ich einen Schluck. Bitte, Dinkelberg, bitte, bitte. Okay. Ah ja. You betrayed us. Ellie, I didn't betray you, I was deceived. But I will rectify everything. Danke, Ted. He removed the spell that the nurse Tamsin cast. Mr. Fink, danke schön für deinen Follow. Now he will take all our souls. Now he can't be stopped. My mother died because of this, and I will try to stop My this mother evil. Died because of this. This is your favorite toy. You left it here.
You need it for protection. And I found this paper in the things of your mother. It's very important. Das ist ein Werkzeug. I have to make it right. Ist das die andere? Ist das die andere? Wie entfernt man den Fluch? Talismane, nur eine Chance. Aber ich kann es wahrscheinlich nicht mitnehmen, oder? Nee, mitnehmen kann ich es nicht. Dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Wird ja auch nur immer dunkler. Ist also der richtige Weg. Ich meine, wir spielen ein Horrorgame. Da geht man nicht ins Licht, da geht man ins Dunkle. Okay. Sogar eine Toastscheibe kannst du für irgendwas benutzen. Was meint ihr, mache ich es heute fertig? Übrigens, da gibt's so eine Olle, die verfolgt... Ah, guck mal, hier ist was. Hier ist was. Okay, das leuchtet aber nicht. Hier gibt's so eine Olle, die sieht aus wie Mama. Habt ihr den Horrorfilm Mama gesehen? Die hat so lange wehende Haare und so lange Finger und so. I'll help you to find other Aconites. Look through the eyepiece. Ellie hat gesagt, dass sie mir hilft, die restlichen... Okay, das war Akonit. Ich muss nur durch das Monokel schauen, während ich das Haus absuche. Da hinten leuchtet was. Seht ihr das? Da hinten leuchtet was. Da gehen wir aber direkt hin. Aber so ist voll dunkel. Ich mag so nicht spielen. Mama? Mama. Die sieht aus wie Mama, die mir da hinterherläuft. Aber das ist ja ein zweiter. Okay, ich muss gucken, dass ich von dem Dachboden runterkomme. Habt ihr irgendwo eine Treppe gesehen? Habe ich eine Treppe übersehen? Okay, das Ding konnte ich hier hinstellen. According to the ritual, there must be amulets. Okay, das zweite Akonit. Wir brauchen noch drei Akonit, aber ich muss eine Treppe finden. Habt ihr irgendwo eine Treppe gesehen? Ich habe keine Treppe gesehen. Ah! Okay, warte mal. Ich habe jetzt schon wieder die Orientierung verloren. Das ist unglaublich. Schick mich mal in so ein Labyrinth, ich komme da nie wieder raus. Ich brauche eine Treppe. Wenn ihr eine Treppe seht, sagt es mir bitte. Aber hier ist ein Schrank, das ist kein gutes Zeichen. Aber ich kann ihn nicht benutzen. Okay, doch, dann ist es ein gutes Zeichen. Weil ich muss mich, wenn die Olle kommt, nämlich immer im Schrank verstecken. Wie kommt man denn von dem scheiß Dachboden wieder runter? Sag mal! Einfach, ich zementiere mir einfach eine Treppe. Sie kann mich töten, aber keine Schranke öffnen. Das ist richtig. Jetzt zementiere ich mir wirklich gleich meine eigene Treppe. Ich finde keine. Das habe ich nicht gesehen. Nein, ich wollte hier runter. Scheiße, ich wollte hier runtergehen. Dreh wieder um. Chat, ihr könnt aufhören zu suchen. Ich habe die Treppe gefunden. Nimm mir einfach die. Ja, ich habe eigentlich die richtige Treppe gesucht, Chat. Aber wir nehmen jetzt einfach die. Gar keinen Bock. Also ich muss jetzt noch, glaube ich, zwei Talismane finden. Und drei Akolyt. Aber hier scheint nichts drin zu sein. Da ist ein Schrank. Erinnert mich dran. Thank you.
done. Entschuldigung, ein bisschen erschrocken gerade. Die Stimmung im Haus hat sich sehr verändert. Timmy ist zu klein, um zu verstehen, was passiert ist. Er fragt ständig, wo sein Vater ist und weint immer zu. Und Ellie redet überhaupt mit niemandem mehr. Peter, der Sohn des Kindermädchens, will mit meinen Kindern spielen, aber sie ignorieren ihn. Und gestern hat das Kindermädchen Tamsin gesagt, dass... Naja. Bin gerade ein bisschen... If I found this part of the diary earlier, I wouldn't have been deceived by that damn doll. Die Tür schon offen vorher? Ah, das ist die, wo ich hergekommen bin. Da bin ich aufgewacht, als die Puppe mich niedergeschlagen hat. Hier ist ein Schrank, in den ich rein kann. Ich finde das komisch, dass da so ein Schrank ist. Das ergibt keinen Sinn. Der steht da so deplatziert. Ich habe das im letzten Stream schon gesagt. Das macht mir Gedanken. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Ja, da war ein Schrank. In den kann ich mich verstecken, falls Mama kommt. Und der steht da so deplatziert, einfach mitten in diesem Flur. Ergibt keinen Sinn. Ich bin mir sicher, dass den werde ich da brauchen. Okay, die kann man nicht benutzen. Die ist zu. Okay, wir sind auf jeden Fall in der Nähe von diesem Ding. Da muss ich hin. Yeah. What the? Okay, Entschuldigung. Welp Thomas, vielen lieben Dank für deinen Host. Jetzt hat es mir aber schon ein bisschen Krisen. Ja, aber das ist ja hier in dem Stockwerk. Nee, das ist hier in dem Stockwerk. Tut mir Gott, Mann. Wie komme ich denn da hin zu dem Ding? Weil die Tür geht nicht auf. Die Tür kann man nicht benutzen. Habe ich hier vielleicht irgendwie... Oh, da. Mach die wieder auf, nicht zumachen. Mach auf! Ja, natürlich bin ich dabei. Was hast du denn gedacht? Bloß weil ich die ganze Zeit Hochdeutsch rede in meinem Stream, heißt das aber nicht, dass ich auch eine Hochdeutsche bin oder eine Restdeutsche. Ich bin eine waschechte Bayerin. Ein Herzrhythmusstörungen sind gleich vorbei. Spencer, es ist ja noch gar nichts passiert. Aber ich muss halt... Wie komme ich denn jetzt darüber? Also, ich muss da ja... Also... Das ist ja hier, aber da, die Tür geht nicht auf. Das regt mich schon wieder auf. Weil von da drüben werde ich ja wahrscheinlich auch nicht rüberkommen, oder? Ah, da haben wir diese komische Tür, aber da haben wir da... Nee, da habe ich noch nichts gesehen, oder? Wird langsam creepy. Ach, von uns Bayern gibt es gar nicht so viel auf Twitch tatsächlich. Wir sind in der Minderheit. 1, 2, 3, 4. Ja. Okay, nee, da muss ich definitiv nicht. Von da kam ich ja, oder? Nee, von da kam ich. Doch, von da kam ich. Oder? Ja, doch, da kam ich. Die hat ja ihren Kopf da die ganze Zeit an die Wand geschlagen. Wie komme ich da rein? Ich kenne allein Fee, aber das ist für Twitch gesehen gar nicht so viel. Chat, ich weiß es nicht. Soll ich vielleicht erstmal hochgehen und den Ball schon mal in den Kreis legen? Geht's deswegen nicht weiter oder bin ich einfach zu blöd? Bin mir da jetzt nicht so sicher. Es ist beides möglich bei mir. Einfach mal drehen. Aber ich kann doch da jetzt nicht 3 Stunden lang rumdrehen. In der Hoffnung, dass irgendwann mal die richtige Kombination dabei ist. Ja! Nein! Das ergibt doch gar keinen Sinn. Da, schau. Und dann, wie drehe ich das denn überhaupt? Ja, Chat. Das ist, ja, dann machen wir halt 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt haben wir, verdammt, jetzt haben wir es. Moment, das machen wir noch einmal. Das war leider ein bisschen... Jetzt haben wir es wieder. Ah, jetzt leck mich am Arsch. Ich bin zu blöd dafür. Natürlich brauche ich deinen Hinweis. Da ist safe nicht einfach 1, 2, 3, 4 die Lösung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ä-
Also doch, ich muss den Ball. Das ist der letzte Talisman. Ich muss hoch. Ich muss hoch und muss es da reinlegen. Ja, ist ja gut. Bin halt blöd. Was sollen wir denn machen? Klug ist sie nicht, aber nett. Wie gehe ich denn da jetzt wieder rauf? So, Gott, das will mich jetzt. Schiebt sie, Dankeschön für dein Haus. Dankeschön. Okay, dann gehen wir jetzt wieder in den Kreis und legen da den blutbefleckten Ball, weil das ist der letzte Talisman, den ich finden muss. Vielleicht passiert dann irgendetwas Schreckliches, meine Figur stirbt und dann geht's weiter. Ich weiß es ja nicht. Richtig. Ja. Machen wir jetzt. Und hübsch. Dankeschön, Darkseid Witch. Desano! Steh wieder auf, du. Ich finde jetzt safe den Weg nicht mehr dahin, ne? Bestimmt nicht. Ah, doch, Glück gehabt. Okay. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Das ist der letzte Talisman. Ich muss ihn in den Kreis legen. Ja, es ist aber nichts passiert. Ich brauche sogar noch 3 Akonit. Und die Akonit werden mir hier angezeigt. Das ist ja dieses Ding. Das ist ja genau das. Aber da ist ja die Tür zu. Aber gut, bei dem Spiel weiß man nie. Wahrscheinlich gehe ich jetzt runter und von Zauberhand geht einfach diese Tür auf und alle meine Probleme sind gelöst. Das ist ja auch immer noch möglich. Schauen wir mal. Hallo Bartmann, wunderschönen guten Morgen. Übrigens, Eier, Chatge. Prost, heute ist Samstag. Was soll der Geiz? Klar. Für alle, die sich fragen, was ich trinke natürlich Tee. Jack Daniels Tee. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht jetzt reinkommen. Vielleicht ist sie ja durch Zauberhand jetzt. Natürlich ist sie es nicht. Es werden mir aber, glaube ich, sonst auch keine angezeigt im Haus, gell? Wir gehen mal eins runter einfach. Es ist ein Jack Daniels. Es ist ein ganz edler. Okay. Nee, das Ding sagt mir auch nichts mehr. Das wird jetzt eine Überraschung für euch sein, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Weil noch weiter runtergehen ergibt keinen Sinn. Da an das Bild oder so, das kann es auch nicht sein. Also der ist auf jeden Fall hier in dem Raum drinnen. Google. Ja, ich kann aber jetzt nicht googeln. Setz nochmal dein Monokel auf. Die Tür geht gar nicht, die existiert einfach nicht. Und in dem Raum ist einfach gar nichts. Da kann man einfach überhaupt nichts machen. Das ist einfach ein unnützer, leerer Raum. Mein Gott, jetzt bin ich gerade mal kurz in dem blöden Spiel und weiß schon wieder nicht mehr weiter. Ey, das ist ja... Doch, du musst. Nein, ich kann nicht. Wozu habe ich denn euch? Ihr seid's doch meine mich immer beschützende Community. Jetzt macht's doch mal was für eure Streamerin. Also, ich würde euch ja sofort helfen, wenn ihr nicht weiterkommt irgendwo, gell? Sollen es jetzt Mathematik-Hausaufgaben sein oder sonst irgendwas? Ich bin da. Ja gut, du hast ja schon Zahnpasta in den Kopf geschmiert. Das ist in Ordnung. Du bist leider nicht erblondet. Das ist der Raum, aus dem ich gekommen bin. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, aber ich glaube nicht. Hier haben wir alles schon gemacht. Wir sind da. Da kann ich nur rein. Ciao. Du musst dich dreimal im Kreis drehen.
Und auf einem... Da komme ich ja. Das ist der Speicher da oben. Da komme ich her, Multiblue. Von da komme ich her. Und ich soll jetzt mit dem Monokel das Akonit finden. Und das Akonit wird eben gekennzeichnet durch dieses Ding. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, ist es da in dem Raum drinnen. Aber die Tür, die geht nicht auf. Und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Weil das regt mich jetzt schon etwas auf. Ich sag euch ja, wie es ist. Hier an der Tür haben wir ein Rätsel, für welches ich noch keinen Hinweis habe, was da irgendwie die Reihenfolge sein könnte. Keine Ahnung, wo es die Kombination gibt. Aber da drin wird mir noch nichts angezeigt. Ich glaube, das kommt dann wahrscheinlich erst später. Ist am Speicher eventuell eine zweite Treppe nach unten? Nee. Wo hast denn du da eine zweite Treppe gesehen? Warte mal. Nee, schau, das ist einfach nur die blöde Leiter. Das ist einfach nur die blöde Leiter und die geht da hoch in den Speicher und von da komme ich her. Der Raum ist auch komplett unnütz, da ist einfach gar nichts drin, was ich brauchen könnte. Also einfach gar nichts, da hinten kann ich gar nicht rein. Und das Monokel, also dieses Ding da, zeigt mir auch immer an, wo ich hin muss. Shutai, wunderschönen guten Morgen. Und jetzt bin ich halt komplett lost, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und das regt mich gerade ein bisschen auf. Hier, so. Ja. Mir wird ja auch oben am Speicher nichts mehr angezeigt. Ich soll ja jetzt, der einzige Auftrag, den ich jetzt habe, ist Akolyten finden. Silver Chains heißt das Spiel. Mein Gott, Chat, das dürfen wir halt keinem erzählen, gell? Einfach heute das ganze Augen-Make-up weglacht. Kommst geschminkt in einen Stream von Doni und gehst ungeschminkt wieder raus, weil du einfach alles weggelacht hast. Eieiei. Ist ein guter Schnitt, oder? Ich geh jetzt nochmal hoch. Ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Weil das Spiel sagt immer noch, dass ich den blutbefleckten Ball in den Ritualkreis legen muss. Aber das habe ich gerade getan. So, hier ist eine von diesen Zeichen. Das leuchtet aber nicht mehr, weil hier habe ich gerade einen Akolyt geholt. Ja, einfach das Make-up weggelacht heute. Du siehst, wenn man sogar wasserfestes Make-up weglachen kann, dann kann man auch alle anderen Probleme dieser Welt weglachen. Ich sag, wie es ist. So. Weil hier bin ich jetzt schon tausendmal. Schau, ich habe den Ball da hingelegt. Da liegt er. Da liegt der blöde Ball. Und sonst kann ich hier irgendwie auch nichts machen. Ich habe ihn hingelegt. Check the position of the puppet that wrote the code. Hope this helps. Die Puppe läuft immer von mir weg. Also die Puppe ist nicht mehr da. Die Kommode. Gehst doch eh nicht raus, sagst du. Ja, aber damit sowas eben einfach nicht passiert, dass ich nicht mein Make-up weglache. Aber ich habe so hart gelacht, das war dir sogar dem Make-up egal. Da hat sogar der Herr Maybelline Jade persönlich versagt. Hier brauche ich eben dieses Jade-It. Oder Akonit. Du sollst checken, was sie schreibt. Ja, aber wo schreibt sie es denn? Check the position of the puppet that wrote the code. Hope this helps. Ja, aber welcher Code? Also ich konnte die Positionen nicht auswählen. Das hat das Spiel automatisch gemacht. Einfach mit E hier in der Mitte. Und da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das ist fest. Ich kann jetzt nochmal in den Raum gehen, wo die Puppe war, aber das ergibt keinen Sinn, weil das Spiel hat mir ja gesagt, dass jetzt mir dieser Geist hilft, eben dieses Akonit zu finden. Was eine Lüge ist! Weil jetzt laufe ich hier rum und finde kein Akonit. Lügenpuppe. Zweiter Stock Kommode. Okay, warte. Du wirst ein bisschen präziser werden müssen, weil da unten stehen relativ viele Kommoden rum. Die Frage ist, ich glaube, ich bin im dritten Stock, oder? Ja, ich glaube, das ist der dritte Stock. Ja, dann gehen wir mal eins runter.
die aus Holz. Gut, dass alle anderen Möbel in diesem Haus, Stockwerk, alle aus Metall sind. Und nur eine einzige Sache aus Holz. Okay, da gibt's nichts mehr. Da auch nicht. Also hier saß die Puppe immer, aber die ist nicht mehr da. Da kann ich nichts mehr machen. Da macht er auch nichts. Der Raum, wo du angefangen hast nach dem Schlag. Also doch wieder eins hoch. Foto mit... Fotografier das Ouija-Brett. Ist nicht Phasmophobia. Da, wo die Puppe mir einen reingeknallt hat. Okay. Das ist hier. Das ist der Raum. Nö. Nö. Einfach nö. Nö. Nein. Nein. Die Puppe saß hier auf dem Stuhl als letztes. Dann schreiben die Müll. Ah! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Spiel hört nicht auf, mir zu sagen, dass ich den in den Ritualkreis legen muss. Das ist voll dumm. Das habe ich gemacht. Was sagt das EMF? Also Temperatur ist noch okay. EMF hatte nur Ausschlag bis 2 Oger. Wir haben es noch nicht. Das ist auch nichts. Es ist nur dieses Ding, das aufleuchtet da hinten. Schau. Das Teil. Das Scheißding leuchtet auf da hinten. Vor allem der Raum hier ergibt gar keinen Sinn, weil hier ist einfach gar nichts. Hier ist einfach nichts, auch nicht mit Monokel. Hier ist einfach gar überhaupt nichts. Gar nichts. Ich kann auch nichts anfassen oder angucken oder lesen oder irgendwas. Verlasse den Raum und gehe den Flur vom dritten Stock in den zweiten Stock hinunter. Gehen Sie in den Raum zurück, in dem Sie als erstes in der Villa angefangen haben. Dort schieben Sie die Kommode zu sich, um das verborgene Loch in der Wand zu entdecken, das nach oben zum mit dem Möbel geschmückten Raum führt. Was? Aber der ist ja, das ist ja, okay, ich kann gerne zu dem Raum gehen, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Also jetzt, wie soll ich denn da ohne Anleitung drauf kommen, dass ich jetzt wieder in den... Das heißt, ich gehe jetzt wieder in den Raum, wo ich komplett in dem Spiel angefangen habe. Und soll da jetzt eine Kommode auf einmal zur Seite schieben, die da vorher noch nicht war, oder was? Okay, es war der hier. So, hier, das Loch, das ist nämlich schon weggeschoben. Also wenn hier jetzt was ist, dann fresse ich einen Besen, weil das ergibt halt einfach gar keinen Sinn, dass ich jetzt wieder hier hin muss. So. Das war... Haben die das gemeint? Das ist... Nee, guck mal. Guck mal. Was? Das Treppenhaus geht zurück auf den Boden. Da war eine Zahl, eine 5 oder so. Bist du sicher? Ich glaube, mit Kommode meinen die das, aber das habe ich schon gemacht. Und aufgewacht bin ich in dem Raum hier. Da. Und beide Kommoden sind nicht anklickbar. Und die auch nicht. Und da ist nur ein leerer Schrank. Zu 80%. Oh nein. Chat, wir gehen jetzt wieder in den Flur, weil Dinkelberg zu 80% eine Zahl gesehen hat. Heizer, wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, die Reihenfolge stimmt nicht. Wo hast du eine Zahl gesehen? Aktiviere die Statuenköpfe auf den Podesten? Habt ihr irgendwo ein Podest mit Köpfen gesehen? Auf der Treppe. Sag mal, du rächst dich doch jetzt nur an mir, weil du dir Zahnpasta in die Haare geschmiert hast. Erzähl mir doch nichts. Da, Hölzer. Also ich glaube, das sind einfach nur hier die rausgebrochenen Glanderteile. Okay, wir gehen jetzt einfach mit dem Monokel überall hin. Vielleicht finden wir irgendwas Besonderes. Ist das eine 5? Also das wäre schon, also... Come on!
Also das Einzige, was aufleuchtet. Immer von Weitem. Wenn ich das Monokel trage, ist das Zeichen da oben. Da ist noch ein Zettel. Wichtig, vergessen Sie nicht, die Tür zum Dienstbotenaufgang abzuschließen, um den Schlüssel in der Waschküche zu lassen. PS, die Kinder dürfen nicht in der Küche spielen. What? Wo ist denn überhaupt hier eine Waschküche? Och, man sieht halt einfach nichts. So, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir in dem anderen Treppenhaus von dem Haus. Und von da geht's nicht weiter. Das ist einfach nur unwichtig. Yeah. Mike, danke schön für deinen Host. Hi, Libby. I just claimed Prince Witz Hammer. Thanks for the drop, Gaming by Jay. Kenner, kann das sein, dass du aus Versehen gerade in den falschen Chat geschrieben hast? Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich für dieses Spiel Drops vergebe. Ich glaube, du hast in den falschen Chat geschrieben, aber dann Glückwunsch, dass du den Hammer von Prinz Witz bekommen hast. Einmal Applaus. Einmal, nee, Kellner ist kein Bot, das ist ein Zuschauer hier. Ich glaube, der hat nur gerade aus Versehen in den falschen Chat geschrieben. Aber ich freue mich trotzdem für dich, ich gönne ja. Okay, du schaust dir ein Video an. Okay, cool. Dann warten wir mal ab. Weil ansonsten ist hier nichts mehr, Mann. Da ist einfach nichts. Guck mal, egal wo ich entlang laufe. Und jetzt sind wir dann gleich wieder oben. Und meine Nase geht schon wieder zu. Doni, ja. Was musst du genau machen? Das ist die Frage. Wir haben es noch nicht herausgefunden. Ansonsten, das Spiel gibt mir keinerlei andere Hinweise mehr. Es ist immer das Ding da oben, schau. Tam, wunderschönen guten Morgen. In der Vision hast du gesehen, wie sich das dritte Kind hinter der Kommode vor den Axtschüngern versteckt hat. Dort sollst du hin. Geh da so lang und dann denke ich mir... Kellner, danke schön, dass du Schochri einen Zap geschenkt hast. Ich danke dir. Warum? Ah. Welcher Raum war das? Ja, ja, warte mal mit dem Zahlencode. Ich glaube, den brauche ich noch nicht. Aber das heißt ja dann... War das der Raum, in dem ich aufgewacht bin? Oder war das... Ich habe nicht mehr im Kopf, wie der Raum ausgeguckt hat, wenn ich ehrlich bin. Hi, Fragnetic. Ich hab nicht mehr im Kopf, wie der ausgeguckt hat. Ja, da behalt mal die Zahlen noch, weil ich glaube, jetzt brauche ich noch nicht. Ich muss erstmal gucken, wie ich hier weitermache. Und wenn ich es dann brauche, dann sagst du mir die zwei Zahlen. Dann haben wir schon mal 2 von 5. War das hier? Da war doch kein Badezimmer dazwischen. Ist das die Kommode gewesen? Ja. Ja. Alter, das hatte ich doch nicht mehr im Kopf, Mann. Das hatte ich doch nicht mehr im Kopf. Ach, neuer Bereich. Das heißt aber auch, dass da was kommen könnte. Okay, 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 okay. Hallo? Ist hier was oder wer? Ja, die Köpfe sind das. Okay. Ein Kopf ist das. Aber ich würde sagen, da brauche ich einen Kopf. Ja, ja, ich muss erst den Kopf finden. Wahrscheinlich finde ich den Kopf jetzt bei dem Stern da, der da leuchtet. Hä? Wow. Habe ich einfach nur hier eine Tür aufgemacht und stehe jetzt wieder genauso im Flur. Nice! Wo kriege ich denn jetzt einen Kopf her? Hier fehlt einer. Ja, der Kopf fehlt, aber ich habe ich irgendwo einen Kopf gesehen. Einen Stern.
der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt, den schenk ich dir heute. Bitte. Habe ich irgendwo, nehmen Sie meinen, da, aber da ist Zahnpasta drauf, den kann ich gar nicht brauchen. Habe ich irgendwo einen Kopf gesehen? Jeffe, du bleibst hier. Habe ich irgendwo einen Kopf gesehen? Steht irgendwo ein Kopf rum? Ich hätte nie gedacht, dass ich euch das mal frage, aber habe ich irgendwo einen Kopf gesehen? Liegt irgendwo ein Kopf rum, den ich nicht gesehen habe? Zahnpasta ist schon weg. Ich brauche einen Kopf. Ich brauche einen Kopf. Also hier ist er, glaube ich, nicht. Kopf, Kopf, Kopf. Also für alle, die sich gerade fragen, was ich hier tue, ich suche einen Kopf. Da ist doch einer. Wieso kann ich den nicht sehen? Hier liegt doch ein Kopf rum. Wie viele Köpfe liegen denn in diesem Haus? Da wäre ein Topf. Topf, vor allem. Ein Kopf gewesen. Guck, da liegt ein Kopf. Kopf, 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 Kopf. Wo habe ich einen Kopf? Ich habe irgendeinen Kopf gesehen. Habe ich irgendeinen Kopf gesehen? Ich versuche gerade wirklich zu überlegen, ob ich irgendwann einen Kopf gesehen habe. Nicht genug. Ich habe den Kopf. In den Kopf habe ich eine Glühbirne geschenkt und benutze ihn als Lampe. Actix, wunderschönen guten Morgen. Nehmt ihr bitte wieder da raus. Ich brauche den Kopf. Sonst kann ich nicht weiterspielen. Ich will dir natürlich nicht deine wunderschöne Lampe kaputt machen, aber ich brauche den Kopf jetzt, Schätzelein. Ist hier irgendwo ein Kopf? Ich brauche einen Kopf. 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 Vielleicht im Kinderzimmer, im Regal oder so? Ja, wir basteln uns. Aber wir nehmen einfach einen anderen Kopf und basteln uns aus Zement einen. Vielleicht im Kinderzimmer, in den Regalen oder so? Chat, ich habe ein Bein und einen Arm. Hier liegen doch auch lauter Köpfe. Welcher Kopf muss es denn sein? Guck mal, das ist doch legit schon jetzt der vierte Kopf, den ich gefunden habe. Aber es ist immer noch nicht der richtige. Das ist eh die beste Tür von allen. Also das ist die beste Tür von allen. Sie denkt nicht mehr dran. Es ist so offensichtlich also, ja. Weil wenn du sagst, ich denke nicht mehr dran, ist es so offensichtlich, wo der Kopf ist. Du darfst halt nicht vergessen, ich habe vor allem beim Stream eine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Minuten. Ein Kopf, ein Kopf. Es ist offensichtlich, wo der Kopf ist. Wo mir jetzt noch ein Kopf einfällt, ist in der Bibliothek. In dem Loch in der Wand. Aber das war doch ein Puppenkopf. Ein Styroporkopf. Aber ich glaube, der kommt jetzt nicht mehr rechtzeitig. Der Kopf in der Bibliothek, in der Wand, fällt mir jetzt noch ein. Aber das war doch ein Puppenkopf. Einfach hinter der Tür eine Mauer gebaut. Du musst da irgendwo die Puppe den Schrank verschoben hat. Ja, aber da war ich doch. Sag mal jetzt. Ihr trollt mich doch. Hab doch nur Spaß dran, dass ich rumlaufe. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal da hoch. Dass der noch nicht außer Atem ist, so viel wie wir hier rumrennen. So, dann gehen wir nochmal da rein. So einen Kopf suchen wir. Hier liegt nicht zufälligerweise einfach einer rum. Nehmen wir doch den Pferdekopf. Ja, ich bin ja hier die Treppe hochgegangen. Das ist die Treppe. Hier. Sag mal, wie soll ich denn von alleine mich an diese Videosequenz vor allem 2 Tage später erinnern?
Das ist doch fast unmöglich. Wie soll ich das denn machen? Da mal lauter Ballerinas. Ja, und jetzt sind wir wieder da. Keine Ahnung, wo der Scheißkopf sein soll. Also ich habe wirklich keine Idee. Ich habe keine Idee mehr. Und hier liegt auch kein Kopf rum. Und auch sonst nichts mehr, das ich einsammeln könnte. Es fehlt der Kopf der letzten Statue. Ja. The keys in the library. Das habe ich aber schon gemacht. Das habe ich schon gemacht. Bin schon in der Bibliothek gewesen. Wo? Ich habe doch nirgends in diesem Spiel so einen Kopf gesehen. Die habe ich alle schon aktiviert hier. Die sind durch. Kann ich nicht mehr. Habe ich schon alle nach unten gemacht. Die sind fertig. Mir fehlt jetzt nur noch da hinten Kopf, dass ich den auch einmal runterdrücken kann. Kannst du irgendwie schlagen? Ich kann leider gar nichts im Spiel. Es ist nur Hide and Seek. Hau irgendwo einen runter. Gute Nacht, Conny. Schlaf gut. Ein schönes Restwochenende wünsche ich dir. Oh, regt mich schon was auf. Hier ist ja auch keiner. Da ist ja auch kein Kopf. Ja, ich weiß, das ist auch immer so schlimm, wenn es einfach nicht weitergeht in so einem Spiel. Da kriege ich immer einen Anfall. Wirklich. Aber mir fällt nicht ein, wo ich in dem Spiel schon mal so einen Kopf gesehen haben soll. Der Kopf ist auf einer Treppe in der Gabelung. Aber die Treppen sind doch hier alle aus Holz. Fick dich doch, du Scheißspiel. Ich will gar nichts hören. Ich möchte nichts hören. Wir gehen jetzt einfach schweigend da hinauf, alle gemeinsam. Und machen diesen blöden Kopf auf die Puppe. Und dann will ich nichts hören von euch. Ich will einfach gar nichts hören. Das geht euch gar nichts an. Es gibt auch Dinge, die sind privat. So. GG, danke. Tja, ja, okay, alles klar. Geht das so lang und dann denke ich. Boah! Mir, nein? Mach mal nicht. Vielen lieben Dank. Dankeschön für deine Zahnpasta. 500. Gottes Willen, bist du wahnsinnig. Ja, save Zahnpasta. Hilft immer. Da steht's, da steht's, da steht's. Gerade jetzt, sie werden alles tun, um mich aufzuhalten. Sie werden nicht unversucht lassen, mich davon abzuhalten, ihr Ritual zu beenden. Ich darf mich nicht von ihnen erwischen lassen. Das ist aber kein gutes Zeichen, wenn das jetzt im Spiel kommt, dass ich mich nicht erwischen lassen darf. Bitte lass mich nicht stealthen. Das killt mich in Spielen. Stealth-Sachen in Spielen killen mich. So, wo ist der Nächste? Da hinten leuchtet was. Raus hier. Oh Gott. Das heißt, dass jetzt jederzeit wieder irgendwas passieren kann. Das wisst ihr schon, oder? Ah ja, ganz vergessen. Such die Zahlen. Ja, da haben wir es ja schon. Schau. 7 Uhr U4T 2993M580V. Guck mal, da liegt auch ein Ouija-Brett. Ein Kinderzimmer. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Ich denke, da haben wir alles. Puh.
Ja, ja, ich will erstmal hier raus. Dann wird's mal, ich muss jetzt eh gucken, wo meine nächste Lokation ist, wo ich hin muss. Okay. Da unten steht eins. Schau mal. Da war ich aber noch nie drin, da unten. Wo ist das nächste? Wo leuchtet noch irgendwas in dem Scheißhaus? Nirgends. Ah, doch, da oben. Da schau. Da schau her. Da schau her. Okay, das ist der Raum mit den Zahlen. Scheiße. Jetzt kommt der Dreck. Scheiße, das ist der Raum hier. Ach komm, die haben mir doch noch keinerlei Hinweise in dem Scheißspiel gegeben auf irgendwelche Zahlen. Da kriegst du doch schon wieder, da kriegst du doch schon wieder einen Anfall. Hey, jetzt muss ich das ganze Haus wieder durchlaufen, um irgendwelche blöden Scheißzahlen zu finden. Wer hat denn so viel Zeit? Wir lassen Chat entscheiden. Chat. Chat kennt die Kombination. Chat, darf ich oder darf ich nicht? Sinua, du sagst immer nein. Egal zu was, du sagst immer nein. Chat, darf ich Kombination, ja oder nein? Nein. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 6. Nein. Selbst wenn ihr die echten Zahlen jetzt schreiben würdet, weiß ich es doch nicht mehr. Ich habe auch noch keine Monokelzahlen gesehen. Es gab auch noch keine Monokelzahlen zu gucken. Oh, das ist ja schrecklich, die Lampe. Zahlen. Zahlen. Dark Switch, du sollst mir doch jetzt nicht... Oh Gott, dachte ich, da steht einer. Du sollst mir doch jetzt nicht deine Telefonnummer aufschreiben. Da bei dem Schloss an der Wand ist die Kombination? Also jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Spiel oder ihr mich verarschen wollt. Die wäre länger. Ja, vielleicht hast du ja noch eine von den ganz alten Telefonnummern. Früher waren Telefonnummern nur 3 oder 4 Ziffern lang. Weiß man ja nicht. Vielleicht wurde die ja über Generation weiter gereicht. Sechs, acht, neun, sechs, Chat. Scheiß Spiel. So, dann haben wir die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt glaube ich wieder 6, gell? Ich kann es leider nicht in die andere Richtung drehen. 6, 8, 9, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, da stimmt was nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Warum ist das falsch rum? 1, 2... 3, 4, 5, 6, jetzt. Hä? Was habe ich denn falsch gemacht? Sag einmal!
Halbes Studium! Meister, nochmal. 6, 8, was war die Zahl nochmal? 6, 8, 9, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist die 9. Das ist die 6. 6, 8, 9, 6. Danny Crane, danke schön für deinen Follow-Chat. Ich flippe jetzt aus hier dann. Ich rast aus, aber komplett. Andersrum. Ja, dann tausche ich jetzt hier die 8 und die 9. So, dann machen wir da eine 9 draus und machen jetzt hier eine 8 draus. Verdammt, zu weit gedreht. Hi, Adam. 5, 6, 7, 8. Ich. 6, 8, 9, 6. Wobei das erste sieht eher aus wie ein. Also ich könnte ja jetzt anfangen, mich zu Tode zu knobeln. Pass auf, die 6 hinten ist definitiv eine 6, aber das vordere könnte eine 9 sein. Also wisst ihr, das sieht aus wie die 9 und nicht wie diese. Wir machen jetzt 9, 8, 9, 6. Oh. So. 8. 9. Dann machen wir jetzt die 8 raus. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, na, da habe ich einen Fehler gemacht, gell? Das ist ja. Hier muss die 8. Ich habe hier die falsche Zahl gemacht. 8? Na, hier müssen wir die machen. Hi, böse Hexe, wunderschönen guten Morgen. Warum schreiben sie dann da 6, 8, 9, 6 an die scheiß Wand, wenn es überhaupt nicht stimmt? Neun, sechs, sieben, neun, das ergibt doch gar keinen Sinn. Banot. 9, 6, 8, 9. 9, 6, 8, 9. Neun. Neun, sechs, acht, neun. Ja, wenn ich es einmal komplett umdrehe, wäre es das. Neun, sechs, acht, neun. Neun, sechs, acht, neun. Neun, sechs, acht, neun. Neun. Vier, fünf, sechs, neun, sechs. Das ist nicht die acht, das ist die neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Acht. 9, 6, 8, 9. Das hätten sie sich sparen können. Also es tut mir leid, aber das hätten sie sich sparen können. Da stand die Zahl. Warum war es dann nicht die Zahl? Was ein Scheiß. Meine Güte. Ach, da steht's ja. Das kann ich lesen. Nehmen wir es gleich. Ich muss das letzte Akonit. Ich weiß, wo es Akonit ist, aber ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Ich weiß, wo das letzte Akonit ist. Und zwar kann man das sehen, wenn ich hier. Passt auf, ich zeige euch das einmal, dass ihr das gesehen habt. Das letzte Akonit befindet sich hier. Da ist es. Das heißt, wir schauen, dass wir. Pass auf. Muss mal schauen, wie ich da hinkomme.
der Endgegner heißt Günther, ja. Chat, ich hab Hunger. Heilige Scheiße, habe ich Hunger. Tyler übrigens, vielen lieben Dank für dein Follow, ich danke dir. So, da ist die Tür zugenagelt. Ich muss in den Raum, der sich hinter dieser Tür befindet. Ich muss in diesen Raum, der sich genau hier hinter befindet. Der ist genau hier hinter. Genau da. Was ist denn das für ein... Was ist das? Hä? Kehrt das so? Warte mal, ich geh mal rauf. Suddenly a wild Treppe appears. Okay, gut, nehmen wir. Ah! Da geht nicht die Tür. Wo hatten das jetzt gespeichert? Okay, also nochmal. Scheiße. Bevor ich das Ding jetzt einsammel, bevor ich das Scheißding einsammel, gucke ich mich jetzt erstmal um, wo ich mich verstecken kann. Mit dem Mist da. So ein Scheiß. Was ein Scheiß. Warte jetzt, aber pass auf. Also. Hier ist eine Treppe, die man nur sehen kann, wenn ich das magische Monokel trage. Shotgun gibt's leider nicht. Ich kann nichts tun, aber ich gucke mich jetzt erstmal um, wo ich hin muss. Was am klügsten ist, wo ich hingehe. Hier. Hier. In diesen Schrank muss ich. Da ist dieses Ding. Das heißt, ich nehme es und renne direkt hier hin. Aus welcher Tür kommt die Foot nochmal? Aber ich nehme jetzt erstmal. Es ist Zeit, auf den Dachboden zu gehen und die Puppe zu vernichten, als ob die mich jetzt einfach auf den Dachboden gehen lassen. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Als ob die mich jetzt einfach so mir nichts, dir nichts auf diesen Dachboden gehen lassen. Simple as that. Just swing, swing. Erinnert ihr euch noch? Okay, das Ding ist, ich glaube, wir sind jetzt dann gleich fertig mit dem Spiel. Ich glaube, wir haben es dann durchgespielt. Und dann wäre die Frage, was machen wir als nächstes? Ich habe bei Alex, glaube ich, 5 Minuten Little Nightmares gesehen und fand das Spiel eigentlich ganz geil. Jesus Christus, was war das bitte? Was? Was zur Hölle? Was war das bitte gerade? Ich habe es noch nicht mal gesehen, so erschrocken bin ich. Keine Ahnung, Alex, war mal. Der kam richtig unerwartet. Ich habe noch nicht mal gesehen, was da passiert ist. Was ist da was durchs Fenster geflogen? Aber das Fenster ist da noch zu. Boah, bin ich erschrocken jetzt. Hab doch gesagt, die lassen mich da jetzt nicht einfach hochgehen. Alter. Tut mir leid, böse Hexe. Boah, diese Schweine, Mann. Diese Schweine. Als ob die mich da jetzt einfach hingehen lassen. Als ob die mich da einfach hingehen lassen. Okay, was auch immer jetzt passiert, ich hab's gemacht.
Okay, es sind jetzt Ringe. Und sie leuchten. Chat, muss ich auf irgendwas warten? Kommt die Puppe jetzt von allein da rein spaziert? Soll ich mich jetzt da... Jetzt sind wir alle am Arsch. Er würgt sie! Das passt halt so gut gerade zu Peppo. Nein, ich will nicht hingehen. Ich will da nicht hingehen! Chat, ich hasse euch. Los! Chat, wer von euch hat denn schon mal so ein Ritual gemacht? Muss der jetzt in den gelben oder in den roten Kreis? Wer von euch macht denn öfters mal so Austreibungsrituale von sprechenden Bauchrednerpuppen? Beide. Ach, das war's schon. Ja, dann. Es war der Rote! Perser, vielen lieben Dank für dein Follow. Was war das denn jetzt? Das kam so random gerade. Okay, Menü kann ich nicht mehr aufrufen. Ich soll anscheinend einfach nur noch geradeaus laufen. Jetzt Türen sind auch alle zu. Hä? Ist das jetzt der zweite Durchlauf? Bin ich jetzt... Wieso ist das denn jetzt alles wieder... Ihr seht das aber auch, oder? Also das sehe jetzt nicht nur ich, was... Also... Er ist aber ein starker Jackie Cola, du. Ich glaube, der Stream lag. Ihr seht immer wieder dieselbe Stelle. Also sag einmal, ich hasse sowas. Tee. Ja, der Jackie-Cola-Tee. Ist doch eine härtere Mischung. Okay, also egal. Hä? Ich glaube, ich werde darauf achten müssen, was sich verändert. Da verändert sich wahrscheinlich was. In den Räumen. Monokel kann ich nicht benutzen. Irgendwas hat sich geändert, aber ich weiß, ich habe nicht aufgepasst. Zwei Türen zurück. Ich kann nicht zurück. Es geht ja jetzt gar keine Türe mehr auf. Wie komme ich zurück? Ah, die sind es jetzt. Okay, Rätsel anscheinend schon gelöst. Ich habe es nicht... Ich sage, also ich bin ehrlich, ich habe das Rätsel nicht verstanden, aber scheinbar habe ich es jetzt erstmal gelöst fürs Erste. Das Bild von meiner Mom. Monokel kann ich nicht benutzen, aber wenigstens haben sie mir die Lampe gelassen. Heilige Scheiße.
ist ein Nagelchat, den nehmen wir mit. Wir wissen ja nie, wofür wir den brauchen. Vielleicht, wenn du später dieses große Monster wieder angreifst, können wir ihm diese Nagel direkt ins Auge schmeißen. Schlauch. Also Klitschis, wird jetzt bitte nicht so widerliche Sachen in meinen Chat posten. Ja, sag einmal. Also, ich glaube, es hakt. Hier sind auch Kinder anwesend. Schreibt ihr einfach Schlauch. Geht dir doch mal deinen Mund jetzt mit Seife waschen, doch. Frech! Können wir das Monster nageln, Chat? Chat, ich habe, glaube ich, ich habe das Rätsel, glaube ich, doch nicht gelöst. Ja, ha! Klitt, ist auch besser so jetzt. Wurm, sag mal, was ist denn mit euch? Jetzt ist hier das Schloss auf einmal weg. Okay, ich spiele gerade nicht, das macht das Spiel automatisch. Peter. Peter! Mama? Oh, Peter. I'm so sorry. Now you have to rectify everything. Because I couldn't. We're outside. We can get out of here. What about Ellie and Tim? They are still under the spell. Yes, you don't. Tangente. I promised Ellie, though. But what if I die? What if I'm here only to die? There is no death. I love you too. Es gibt keinen Tod. Ja, dann rein da! Ja, hier wird auch nichts, wofür wir uns fürchten brauchen, Chat. Es gibt keinen Tod. Uns kann also nichts passieren. Ich kann mich nicht bewegen. Scheiße, war hier irgendwo ein Schrank? Oh Gott, da ist ein Schrank. Er steht einfach mitten im Flur. Den nehme ich. Ist ja sonst keiner da. Warten Sie, ich habe eine Nachricht für Sie. Okay, der war sehr witzig. Ich glaube, der war gar nicht so witzig gedacht von den Spielemachern, aber da war ein Ball, Chat. Aber warum auch nicht, ne? Und da, wie sie einfach die Schranktür wieder zugemacht hat, weil sie den Brief lesen will. Okay. Sogar ein netter kleiner Kerl. Hä?
Vor allem, warum zur Hölle soll ich das denn reparieren? I mean, das Ding ist ein scheiß Geist. Wieso muss der denn hier entlang laufen? Wird mich voll angasen, Alter. Da bist du so ein Geist, ne? Und dann musst du laufen. Da geht's nicht weiter. Scheiße. Sehen wir jetzt gleich den Geist hierher rennen? Chat! Wir haben Sichtkontakt. Chat, es sieht uns an! Chat, es geht da nicht mehr weg. Es sieht verwirrt aus. Das Ding weiß wahrscheinlich auch nicht, was das hier soll gerade. Töte es mit dem Nagel. Ich habe vergessen, den Nagel mitzunehmen. Schießen Sie! Ich habe nichts zu schießen! Was soll ich denn jetzt machen? Das Ding geht da ja auch nicht mehr weg. Soll ich einfach mal hingehen und Hi sagen? Ich weiß ja jetzt auch nicht. Jetzt bin ich hier. Ich und die Kiste. Jetzt geht die ja nicht mehr weg. Hi! Jo! Das jetzt... Bist du da jetzt reingebackt? Bist du da jetzt reingebackt? Das ist aber jetzt dumm, ne? Also, ich würde dann mal das Ritual... Also... Oh, okay! Es bewegt sich wieder! Chat! Okay, das... Ja. Okay, scheiße, der bleibt da nicht. Fuck. What, Mann? Oh. Hier, schau mal. Das war der Schrei des Essens. Ich hasse dich. Dankeschön. Oh, mit Coleslaw. Scheiße! Oh Gott! Hua, geh durch! Komm schon! Habt ihr ihn gesehen? Holy, der ist viel zu schnell. Wie soll ich das denn machen? Der ist ja viel zu schnell. Warum leuchten denn deine Augen nicht mehr? Also hier kann ich nirgends, da geht nichts mehr. Fiction, dankeschön. Also, der geht zu schnell. Was soll ich denn jetzt machen? Geh mal hin. Hi. Ich schneide mir mal kurz ein Stück Wammerl ab. Das ist jetzt blöd, gell? Aber der geht immer so schnell. Der weiß halt scheinbar auch die ganze Zeit, wo ich bin. Da schaut's, killt er mich gleich. Also. Der weiß dauernd, wo ich bin. Der läuft immer genau dahin, wo ich gerade bin.
allem das Ding ist halt... Ich gebe ihm einfach ein Stück Wammer, ja? Du musst dir die Hände... Ja, safe. Wenn ich es nicht sehe, sieht mich es auch nicht. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ihr mich auch nicht sehen könnt. Weil ich kann euch auch nicht sehen. Der muss hinter dir her, aber ja, wohin muss er denn? Mach mal gleich, aber... Wohin muss er denn? Muss ich den irgendwo hinlocken? Ist irgendwo was? It's only 5 FC King Donnies. It's only fucking 5 Dollars. Vielen lieben Dank, dankeschön. Bilf, oh Gott, Bilch Cave. Dankeschön, dankeschön, 5 Monate schon. Und das ist halt, also hier geht's nicht weiter. Ja, aber in welches Loch, Kno? Da ist ja kein Loch, wo der einfach reinfallen kann. Also er kommt von hier hinten. Das wäre sehr witzig, wenn er jetzt da hinten steht, unbeweglich und wartet quasi auf seinen Einsatz. Hier haben wir einen Schrank. Aber den kann ich nicht benutzen. Ich muss etwas lösen und so lange verfolgt er mich. Ich habe alles durchsucht, da liegt kein Kreuzworträtsel am Boden rum. Ich schaue mich jetzt erstmal um, ob ich was finde, das ich lösen muss. Ja, gib mal Hilfe. Da war ein Messer? Warte mal. According to the ritual, there must be amulets. Was? Aber das habe ich doch alles gemacht. Da sind Ventile an der... Mein Gott. Du musst ja studieren, das Scheißspiel. Aber die kann ich nicht anfassen. Oder kann ich die erst anfassen, wenn der kommt? Okay, wir probieren es. Hier. So, jetzt kommt er. Sorry, ich muss vor... Also, scheinbar jedes Ventil, aber nicht alle. Also, aber nicht das. Ja, wenn, da ist zwar ein Ventil, aber nein, das haben wir nicht gemeint. Let's see the IPs. Okay, dann gehen wir da lang. So, jetzt komm da. Kann ich nicht drehen. Schnell, 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 schnell. Geh da rein. Da rein. Nach links gehen. Okay, jetzt warte mal. Bis der sich da wieder verpisst. Hi. Wenn er sich denn da überhaupt wieder verpisst. Ah, gut. Schauen wir mal, wie lange der ungefähr braucht, bis er wieder hier ist. Der kommt jetzt nämlich hier an das Holz. Durch die kleinen Bretter kommt das große, mächtige Monster aber nicht durch. Also macht euch keine Sorgen, Chat. Die Wand ist zu stabil für ihn. Holz weggehauen. Uah.
halt kaum Zeit. Scheiße. Ich glaube, du hast ihn besiegt. Meinst du, jetzt hängt er endgültig fest? Weil jetzt, wenn ich hier entlang laufe, kommt er mir immer entgegen. Es gibt jetzt auch keinen Weg, wo ich sonst hinlaufen kann hier. Der kommt mir jetzt einfach entgegen. So, es gibt auch keinen anderen Weg für mich. Ja, der kommt jetzt einfach. Ja, scheiße. Also sollte es quasi heißen, dass ich da nicht hin darf. In eine andere Richtung. Okay, dann lasse ich mich mal schnell killen von dem. Weil ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Der kommt immer sofort hierher. Der weiß eigentlich immer, wo ich bin. Geht jetzt in die andere Richtung, der Idiot? Ah, na, jetzt dreht er wieder um. Bitte bring mich um, ich habe keine Lust mehr! Kann man springen? Nein. Das ist leider Sprinten. Warte. Das ist normal gehen, das ist Sprinten. Dankeschön. Dankeschön, böse Hexe. Das Ding ist, von der Seite kommt er ja. In die Richtung kann ich nicht gehen, weil wenn der anfängt, mich anzugreifen, steht der nämlich genau hier. Also ich komme nicht hier entlang. Also nur hier, oder was? Aber hier geht es ja zum Beispiel gar nicht weiter. Aber hier geht's nicht weiter. Ich komme hier ja nirgends weiter. Das ist eine Sackgasse. Ich habe es befürchtet, aber ich habe immer... Ja, dass da was drunter ist und ich das brauche. Aber ich weiß immer nicht, wo ich hinlaufen soll. Das war rechts. Hä? Ja, also doch hier lang. Und dann hier hinter? Na, da geht's nicht hinter. Oder doch, also da, hier hinter, hier lang? Hier? 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 Ja? Okay. Endlich. Mein Gott, da muss ich euch 10-mal fragen. Ich weiß nicht, ob er mich hören kann. Aber ich habe das Gefühl, das Ding weiß eh immer, wo ich bin. Weil vorher, wenn ich bohre nur da hinten durch dieses Holz durchkrabbeln und das Ding weiß, wo ich bin. Ach, sag dem, du hast schon eine Ahnung, wie warm das hier ist. 10 Quadratmeter Zimmerchen mit 3 Bildschirmen und einem riesen PC. Mein Gott, er läuft aber auch so langsam. Ich muss nur aufpassen, dass der wirklich hinter mir bleibt und nicht plötzlich von vorne kommt. Keine Sorge, Chat, wir müssen das jetzt nur 20 Mal machen, bis alle Bretter weg sind. Ha, den zweiten kriegen wir nicht mehr. Chat, in einer halben Stunde haben wir es. Wir haben es in einer halben Stunde. Keine, dann habe ich alle Bretter entfernt. Ist ja nicht so, dass ich alle mit dem Fuß einfach zur Seite wischen könnte. Nein, nein. Die muss ich mit kinetischer Kraft, muss ich die anheben, diese Bretter. Das sind nämlich Zauberbretter, Chat.
sieht ja gar nichts mit dem scheiß Monokel am Auge. Geh durch, geh durch. Nein, aber da hat's doch hingeleuchtet. Da, schau doch. Ah! Oh, fuck. Ho! Ah! Wo ist das nächste? Sagt er nein, klar. Wie falsche Richtung, warum? Okay, jetzt muss ich da hinten hin. Da. Dass der halt nicht mal stehen bleibt, das scheiß Monster. Ich muss dieses Ding aufdrehen jetzt. Gottes Willen, wie lang? Ich kann leider gar nichts mit dem machen. Ich kann jetzt nur wie so ein Vollidiot die ganze Zeit mit dem im Kreis laufen und immer wieder das Ventil drehen. Und hoffen, dass das Scheißviech nicht plötzlich von vorne kommt, weil es so intelligent war, einfach die Richtung zu wechseln. Ah, na. Schau mal. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Chat, in 2 Stunden haben wir es dann. Also ungefähr 3 Stunden Spielzeit haben wir. Ich würde sagen, hier brauchen wir jetzt auch nochmal 3 und dann haben wir es auch schon durch. Achso, Hammer, das ist es fertig. Okay, dann da hinten. Haben wir, glaube ich, auch. Nein, immer noch nicht. Oder? Nein, nein. Doch, nein. Ich bin unsicher. Na, wir haben's. Jetzt muss ich dahinter. Falscher Weg, verdammt. Mein Gott. Die haben wir schon. Die Ventile, einen Ball haben wir auch. Muss ich das jetzt da hinlegen? Okay, das Spiel. Ich höre ihn noch laut. Er lebt noch, Chat! Was habe ich denn jetzt gemacht? Es hat alles geleuchtet. Leider kein Satanist. Ich wünschte, ich hätte mal aufpassen sollen. Migreis, das Ding ist, ich habe Angst. Ich habe keinen Bock, da hinzugehen. Dann killt er mich und ich muss die ganze Scheiße wieder komplett von vorne machen. Da habe ich halt wirklich keine Lust drauf. Deswegen essen wir jetzt erstmal Wammerl. Hm.
Nee, Maddie kann ich leider nicht. Versteift. Hätte ich jetzt mal nur zwei grüne Plastikmesser, da hätte ich mir jetzt eine Sonnenbrille draus basteln können. Ah ja! Oh, okay! Gregor Ebert, Walter Schröder. Ach, das war deutsche gewesen. Guck mal, die Namen. Gesprochen von Katharina Hollenberg, Jeffrey Mittelmann, Mathilda Lindeberg. Warum ist das ganze Spiel auf Englisch? Okay, ich habe das Ende nicht verstanden. Einfach 5 Stunden Spiel gespielt. Keine Ahnung wofür. Für 10 Euro war es tatsächlich gut. Für 10 Euro ist das gut. Bin tatsächlich erschrocken in dem Spiel. Ja gut, woran hat's gelegen? Also ich habe das Ende nicht verstanden. Ich habe das Ende nicht verstanden. Aber dann haben wir das jetzt auch. Also ein weiteres Spiel in die Spiel, das keiner kennt, das wir durch haben, Chat. Einmal dafür. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ende nicht verstanden. Die Animationen der Figuren war kacke, ist nun mal einfach so, aber das ist halt keine große Firma gewesen. Es waren wahrscheinlich 3 12-Jährige, die das gemacht haben. Nein, no front an der Stelle. Das war ein Scherz. Ich hatte Spaß. Ich hatte was zu tun. Ich bin ein paar Mal tatsächlich sehr hart erschrocken. Das gebe ich ja zu. Das hat man auch gut gesehen. Ist okay. Ich meine, es ist ein Spiel für 9,99 €. Was kaum irgendjemand wahrscheinlich gespielt hat jemals. Ist okay. Kann man machen. Ist in Ordnung.